Hallo, liebe DSLer. Heute melde ich mich mit einem Video 3 zu der Themenreihe Hockey at Home Technik. In den letzten Videos haben wir uns beschäftigt mit der argentinischen Rückhand, mit dem Schrubber, mit dem Rückhandschrubber, mit dem Feldschlenzer und dem Eckenschlenzer zum Beispiel. Heute habe ich mich entschieden, würde ich gerne das Thema Lupfen und das Dotzen mit euch bearbeiten. Und dazu habe ich mit Mario einige Videos vorbereitet oder einige Übungen, einige Beispiele vorbereitet. Ja, und in diesem Video wollen wir euch also das Lupfen und das Dotzen näher bringen. Ich hoffe, die Erklärungen sind auch diesmal gut. Bei Fragen stehe ich euch zur Verfügung. Ich wünsche euch erstmal viel Spaß bei dem Thema Lupfen und Dotzen und würde mich freuen, wenn ihr die Techniken ausprobieren würdet. Zum Lupfen. Lupfen natürlich eine super Dribbeltechnik, wenn der Teamschläger verteidigt, gerade wenn ich durch viele Gegner durch möchte, als etwas enger ist, manchmal besser als Zieler. Wichtig dabei ist, dass ich die linke Hand so weit in Richtung Boden bringe wie möglich. Ihr seht jetzt wird der Winkel im Schläger immer größer und dadurch geht der Ball dann noch. Und dann lupfe ich nicht ganz vorsichtig und langsam, dann rollt mir der Ball vom Schläger runter, sondern ich lupfe wirklich ein bisschen Tempo. Schön wäre es noch, wenn ich beim Lupfen den Ball unter Kontrolle behalte und dadurch natürlich weniger Gefahr habe, den Ball zu verlieren. Also statt, dass ich nur den Ball hochlupfe und ihn loslasse und hinterherlaufe, versuche ich mal, den Ball beim Lupfen die ganze Zeit am Schläger zu behalten, ihn quasi darüber zu heben. Und auch das geht natürlich ein bisschen schneller, dass ich den Schläger die ganze Zeit dahinter habe. Wenn ich das richtig gut mache, kann ich den Ball dabei sogar wirklich weit führen und dadurch wird es fast unmöglich, mir den Ball vom Schläger zu nehmen. Wir kommen zum Zieher mit Lupferfolge. Warum mache ich das? Mein Gegner steht in dem Fall vielleicht die Stange genau vor mir. Ich kann nicht einfach geradeaus durch den Gegner durchlupfen, dann wird es abgepfiffen und ich kriege den Ball an den Fuß, was mir auch nicht hilft, weil mir ein Freischlag meistens nicht genügt. Also muss ich mich einmal seitlich vom Gegner lösen und dann den Ball hochlupfen. Lupfen. Ihr könnt vielleicht sehen, dass durch den Zieher der Ball bereits eine Geschwindigkeit hat und der Ball eigentlich automatisch den Schläger hochwandert. Ich brauche also gar nicht mehr so viel Kraft nach oben einzusetzen. Wenn der Zieher schnell ist, reicht das schon, um den Ball hochzukriegen. Das Lupfen wird umso schwieriger, je schneller ich laufe. Dadurch, dass ich schnell laufe, hat der Ball bereits eine Geschwindigkeit nach vorne. Deshalb ist das den Ball hochheben deutlich schwieriger. Ich versuche das einmal mit ein bisschen Tempo. Und ihr werdet sehen, dass ich sofort auch die Kontrolle über den Ball verliere nach dem Lupfen. So, eine Möglichkeit, um den Ball besser im Griff zu haben und auch den Lupfer einfacher zu machen, ist, dass ich kurz vor der Stange oder vor dem Gegner eine kleine seitliche Bewegung mit einbaue. Und das mache ich mit einem ganz, ganz kleinen Zieher. Da reicht wirklich die Entfernung, um eine seitliche Bewegung zu geben. Das seitliche Ziehen hat den zusätzlichen Vorteil, dass ich ein bisschen Geschwindigkeit aus dem Ball rausnehme und dadurch den Ball nach dem Lupfer besser im Griff habe. Ganz wichtig beim Lupfen ist, gerade in Bewegung, dass ich den Ball so weit vom Körper weg habe wie irgendwie möglich. Seht das vielleicht, habe ich den Ball nah an den Füßen, ist das sehr schwierig, einen Winkel im Schläger zu erzeugen. Ist der Ball weiter vorne, ist der Winkel im Prinzip automatisch gegeben. Ich kann also auch leichter lupfen. Zum Abschluss nochmal, dann denken, wie hoch ich lupfen darf. Ich darf bis Kniehöhe lupfen. Das ist ganz schön hoch. Also ich muss nicht, wenn ich über die Stange möchte, den Ball 2,5 cm über die Stange hätten, sondern ich darf ruhig auch ein bisschen unsauber und ein bisschen höher lupfen. Das ist völlig in Ordnung und wird auch eigentlich nicht abgepfiffen. So, wir kommen zum Rückhandlupfer. Genauso wie den Vorhandlupfer könnt ihr auch das super zu Hause üben oder im Garten oder sonst wo, da braucht ihr gar nicht viel Platz für. Beim Rückhandlupfer geht alles wieder links vom Körper. Darauf achten, dass ich den Ball
vorderen Teil der Keule lupfe, nicht hier mit der Mitte. Kurz drüber. So, das Ganze geht auch wieder, genauso wie auch Vorhandlupfer, mit einem kleinen Zieher. Ist in dem Fall sogar ein bisschen einfacher, weil der Ball deutlich leichter auf den Schläger rollt. Kurz ziehen, drüber lupfen. Und auch da wieder, der Ball darf ruhig sehr hoch gelupft werden. Bis Kniehöhe darf ich. Wir machen uns jetzt mal Gedanken darüber, in welche Richtung ich eigentlich sinnvollerweise den Rückhandlupfer machen sollte. Manchmal ist es sinnvoll, den Vorhandzieher und den Rückhandhepper nach vorne zu machen. Dann gehe ich allerdings über die Vorhandseite des Gegners. Und normalerweise, wenn ich über die Vorhand vom Gegner drüber lupfen muss, dann steht er ja so weit auf der Seite, dass ich eigentlich seinen linken Fuß attackieren könnte und nach innen gehen könnte. Deshalb drehe ich jetzt einmal die Stange ein bisschen und versuche den Lupfer an meinem Körper vorbei nach innen zu machen. Noch besser wäre es natürlich, wenn ich das mit einem Zieher oder mit einer Täuschung verbinde. Laufe ich zum Beispiel auf meinen Gegner zu und mache einen kleinen Vorhandzieher, lege er vielleicht das Vorhandbrett oder reagiert mit seinem Körper in die Richtung und kann dann mit dem Rückhandhepper über seinen linken Fuß gehen. Wenn ich den Hepper noch mit einem kleinen Zieher verbinde, kann ich meinen Gegner besser täuschen. Laufe ich zum Beispiel genau auf meinen Gegner zu, mache einen kleinen Vorhandzieher, reagiert er vielleicht und geht schon ein bisschen in die Richtung und dann kann ich noch besser mit dem Rückhandlupfer über seinen linken Fuß gehen. Kommen zu einer weiteren Technik zum 3D-Hockey. Das Dotzen. Im Unterschied zum Zieher, wo ich unter den Ball gehe, gehe ich jetzt auf den Ball drauf. Und zwar ungefähr im 45-Grad-Winkel. Ich haue jetzt kräftig auf den Ball drauf und dadurch drücke ich den Ball in den Boden und er springt über die Stange. Der Ball ist beim Dotzen dabei deutlich rechts vom Körper. In dem Fall stelle ich mich selbst links neben die Stange, Ball liegt auf der anderen Seite, sodass ich diesen Winkel habe. Würde ich jetzt auf Höhe des Balles stehen und möchte den Winkel erzeugen, müsste ich mich so verbiegen. Hat außerdem weiteren Vorteil, dadurch, dass der Ball ja auch in diese Richtung geht, muss mein Körper danach sowieso dahin. Also kann ich die Bewegung auch vielleicht vorher schon machen. So, wir machen das Ganze nochmal in der Bewegung. Ich laufe jetzt gleich auf die Stange zu, halte den Ball rechts, mache, während ich laufe, die Bewegung mit dem Körper nach links und direkt nachdem ich die Bewegung nach links gestartet habe, dotze ich den Ball über die Stange rüber. So, Spielstation beim Dotzen ist meistens, dass ich rechts oder auch halbrechts laufe und nach innen ziehen möchte. Ich könnte jetzt natürlich sagen, na gut, dann kann ich auch Luft, wenn ich den Ball in die Luft kriegen möchte. Stimmt in gewisser Weise, allerdings gibt es einen klaren Unterschied. Wenn ich jetzt den Ball lupfen möchte, muss ich ihn vor dem Körper führen. Während ich den Ball vor dem Körper führe, kann ich nicht geradeaus passen. Ich könnte jetzt nur nach links passen. Für einen Pass nach vorne müsste ich einen Rückhandzieher machen. Beim Dotzen hingegen habe ich den Ball ja schon rechts vom Körper, kann also die ganze Zeit nach vorne passen. Hüft ungefähr zum kurzen Pfosten, kann ich um den Ball zu bewegen passen und kann gleichzeitig aus der Position auch dotzen. Jawohl. So, ich hoffe, die Erklärung war ausreichend. Wenn nicht, bitte wie immer bei mir melden. Gerne könnt ihr auch Videos erstellen, in dem ich euch korrigieren kann und weitere Tipps geben kann. Ansonsten habt ihr ja gesehen, der Mario hat es auch hinbekommen, natürlich mit der Hilfe meines Superschlägers von Arno Dazumal. Hockey ist kein Hexenwerk, ihr müsst auf die Kleinigkeiten achten, die wir euch als Tipps mitgegeben haben. Darum schaut euch das Video wirklich ganz genau an, hört auf jede Kleinigkeit. Und jetzt hoffe ich, hattet ihr Spaß und nun würde ich mich freuen, wenn ihr es ausprobieren würdet und wirklich diese Techniken automatisieren würdet. Euch aneignen würdet. Damit sage ich erstmal viel Spaß und hoffentlich bis bald. Tschüss, euer Sascha.